uns an und dann vor Ehrenfried Galandern. Wir machen nachher auch nochmal eine kleine Vorstellungsrunde mit den ganzen Teamern. Da können wir dann nochmal was zu eurer Person sagen. Und damit, achso, du hast ein eigenes Mikro, gebe ich an dich. Ja, schönen guten Abend. Ben hat schon gesagt, dieser zentrale Text, den wir im Glieder haben, wird oft so als Maschinenfragment bezeichnet. Gab dann zum Beispiel auch im Leica Verlag nochmal so einen kleinen Nachdruck, hieß dann auch Maschinenfragment. Und ich will ein bisschen was dazu sagen, wie es zu diesem meines Erachtens missverständlichen Titel kam und welche Bedeutung die Diskussion über die Grundrisse in Italien Anfang der 60er Jahre. Wenn heute diese Passage aus den Grundrissen angeführt wird, dann fällt einmal dieser Ausdruck Maschinenfragment und unweigerlich kommen dann auch Überlegungen zum General Intellect, der da auftaucht, zur immateriellen Arbeit, also dem, was so den Postoperaismus, vor allem von Toni Negri vertreten, ausmacht, aber auch Positionen der Akzelerationisten, also auch so eine modische Strömung, ich weiß gar nicht, ob die noch Relevanz hat, die meinten, wir müssen natürlich den technologischen Fortschritt beschleunigen, weil wir dann automatisch zum Kommunismus gelangen. Oder Paul Mason in seinem Konzept des Postkapitalismus bezieht sich auch auf diese Passagen, weil sie eben dazu einladen, so durch die technologische Entwicklung einen unmittelbaren Übergang zum Kommunismus für möglich zu halten. Der Titel Maschinenfragment ist meines Erachtens so ein bisschen missverständlich oder irrtümlich. Wenn wir in der Literaturwissenschaft von Fragment reden, dann hat das immer so was Geheimnisvolles, Nebulöses. Da sind irgendwelche Tontafeln gefunden worden, die keinen Anfang und kein Ende haben. Irgendein unbekanntes Dokument von Aristoteles, was ganz Neues, neue Interpretationsmöglichkeiten eröffnet. Und das ist eigentlich ziemlicher Unsinn, weil diese Passage, die wir im Glieder haben, ist Teil eines langen Manuskripts, was Marx 1857-58 geschrieben hat. Das ist klar gegliedert, ordentlichen Heften, die durchnummeriert sind, also das hat überhaupt nichts Fragmentarisches, sondern ist Teil eines längeren Manuskriptes. Nochmal kurz zur Erinnerung, zum Hintergrund, Marx und Engels mussten ja nach der gescheiterten Europäischen Revolution 1848 aus Köln fliehen, gingen dann ins Londoner Exil. Es kam dann erstmal, man könnte sagen, die bleiernen Jahre der Konterrevolution, der Restauration in Europa. England war nicht so betroffen von dieser Revolution und gewährte deswegen auch politischen Dissidenten Asyl, könnte man sagen, die konnten sich da aufhalten. Und Marx, der sich schon vorher mit politischer Ökonomie beschäftigt hatte, entdeckte auf einmal ein gigantisches Schrifttum in der Londoner Bibliothek, in der British Library, und machte sich also dran, das alles nochmal zusätzlich aufzuarbeiten und hatte, kann man sagen, jetzt leider oder Gott sei Dank, hatte auch die Ruhe dafür, weil in diesen Jahren politisch nicht so viel los war. 1857 im August brach dann die erste, man sagt heute, die erste Weltwirtschaftskrise aus, also eine Wirtschaftskrise, die sich rasant schnell über den ganzen Erdball, die industrialisierten Länder erstreckte. Und das weckte also bei den jungen Leuten, sie waren ja noch nicht so alt, große Hoffnungen, dass es wieder zu einer revolutionären Erhebung kommen würde. Die haben das schon ernst gemeint, nicht? Also Engels schreibt seinem Freund, er hat wieder mit dem Reiten angefangen, damit er in der Revolution mitkämpfen kann. Das hat er auch schon 1848-49 getan. Marx ist nicht so der körperlich aktive Typ, er arbeitet aber fieberhaft an einem Manuskript, was wir eben heute als Grundrisse kennen oder Rohentwurf, weil er die Sorge hat, dass wenn es jetzt zu einer Revolution kommt, das in eine falsche Richtung geht. Dass also kleinbürgerliche Strömungen wie Proudhon oder so, die so eine Art wahren Geldsozialismus wollen, dass sie zum Zuge kommen, und er will das System radikal kritisieren, aber im Fieberhaft in diesem Manuskript, und das hat noch viele Zeichen von Selbstverständigung auch, er unterbricht sich selbst, macht sich Überlegungen, wie kann er es darstellen und so weiter. Das macht es aber auch spannend, weil wir sehen, wie sich sein Denken entwickelt. Das ist aber auch schon ziemlich gut gegliedert, und er streut eben auch immer wieder Bemerkungen dazu ein, wie die kapitalistische
Entwicklung mit der Möglichkeit seiner Überwindung verbunden werden können oder zusammenhängen. Das ist also dieser Passage, die wir lesen, tauchen dann so Begriffe auf, wie das Kapital arbeitet an seiner eigenen Auflösung, es hebt die Tauschwertproduktion auf, es ist von Zusammenbruch die Rede. Alles Formulierungen, die dazu einladen, eben solche Vorstellungen eines unmittelbaren Übergangs zum Kommunismus. Oder Torin Legre geht noch weiter und sagt, wir sind eigentlich schon im Kommunismus, wir haben es noch nicht gemerkt. Das lädt also dazu ein und deswegen ist es auch so prominent dann später geworden. Als es unter dem Titel Fragmentus de Martinet 1964 in der Nummer 4 der Quaderni Rossi erscheint, hatte es aber auch noch eine andere Bedeutung. Und um das so ein bisschen klar zu machen, will ich den Text mal in zwei Passagen unterteilen. Was wir lesen, der erste Teil, Seite 590 bis 595, da geht es erstmal darum, wie die Entwicklung der Maschinerie, der Automation mit dem Kapitalbegriff zusammenhängt, wie sozusagen das Kapital da eine materielle Wahrheit erfährt. Und erst ab der zweiten Passage, da geht es auch nur noch um den Kapitalbegriff, dreht es dann auch um solche Überlegungen hin zum Kommunismus. Was hat die Leute der Quaderni Rossi daran interessiert? Die Quaderni Rossi sind eine Zeitschrift, von der nur 6 Nummern erscheinen, wobei Nummern, das sind alles so kleine Bücher, die haben immer so 250 bis 350 Seiten mit langen theoretischen Aufsätzen. Die wurden herausgegeben von einer dissidenten Gruppe von Leuten, die aus der sozialistischen und aus der kommunistischen Partei in Italien stammten. Dass die Notwendigkeit sahen, zu einer Erneuerung der Arbeiterbewegung zu kommen. Nach dem Krieg war es ja so, also in Italien gab es aufgrund auch der Kämpfe der Resistenza gegen den Faschismus große Hoffnungen, dass aus diesen Kämpfen eben ein Übergang zum Sozialismus erreicht werden können, aber stattdessen machen die sozialistischen linken Parteien ihren Frieden mit dem Kapital. Es gibt auch in Italien ein kleines Wirtschaftswunder. Zum Beispiel werden zum ersten Mal Fließbänder eingeführt, die amerikanische Produktionsweise wird übernommen bei Fiat oder bei Olivetti. Und das erzeugt erstmal ein Unbehagen bei den jungen Leuten, die überlegen, wie sie die Klassenkämpfe entwickeln können. Zumal die linken Parteien eben im Grunde das, was in den Fabriken passiert, was in der Arbeiterschaft passiert, zunehmend ignorieren, sondern darauf setzen, dass sie über Beteiligung an der Regierung durch eine geplante Wirtschaft so allmählich in den Sozialismus überwandeln. Sie begrüßen die technologische Entwicklung. Technik, Automation wird eigentlich als etwas Neutrales behandelt, das sich dann auch im Sozialismus nutzen lässt. Die Gewerkschaften in den Betrieben werden zunehmend marginalisiert das ist halt so ihr Ausgangsproblem. Ein ganz wichtiges Ereignis für den Marxismus im Westen, das dürfen wir auch nicht vergessen, war der Arbeiteraufstand 1956 in Ungarn, weil das wirft natürlich auch ein theoretisches Problem auf. Wenn es in einer Planwirtschaft, im realen Sozialismus Klassenkämpfe gibt, was sind das dann für Klassenkämpfe? Und was ist das Kapital? Oder gibt es da noch Kapital? Gibt es da ein Kapitalverhältnis? Gibt es da Ausbeutung? Es sind ja Klassenkämpfe entstanden. Und das stürzt also in einigen Ländern die kommunistischen Parteien in eine schwere Krise. Das führt auch in Italien zu Diskussionen. Und im Zuge dieser Arbeit an einer Erneuerung der Arbeiterbewegung, sie haben auch Kontakt zu unzufriedenen Gewerkschaftern, es gibt erste interessante Klassenkämpfe, die von den Parteien gar nicht so berücksichtigt werden, zum Beispiel in der Textilindustrie in Norditalien. Und das Spannende ist jetzt, sie tun etwas, um zu einer Erneuerung der Arbeiterbewegung zu kommen, was noch nie jemand in Italien gemacht hatte. Sie lesen das Kapital von Karl Marx.
klar, alle hatten das Kapital so als die Bibel im Bücherschrank stehen, aber es wurde im Grunde nicht gelesen oder wenn höchstens so philosophisch, wo es um das Aufsteigen vom Konkreten, vom Abstrakten zum Konkreten und umgekehrt ging. Aber Sie lesen es jetzt wirklich gründlich und vor allen Dingen lesen Sie auch den vierten Abschnitt im ersten Band des Kapitals zur relativen Mehrwertproduktion, wo diese zentralen Kapitel zur kapitalistischen Arbeitsorganisation zum Produktionsprozess sind, also das 11., 12. und 13. Kapitel in der Ausgabe, die wir heute lesen, zur Kooperation, Arbeitsteilung und Maschinerie. Und in der ersten Ausgabe der Quaderni Rossi 1961 ist ein programmatischer Artikel von einem der führenden Köpfe dieser Dissidentenströmung, Raniero Panzieri, der heißt über die kapitalistische Anwendung der Maschinerie im Spätkapitalismus. Und es ist wichtig, so eine Provokation der kommunistischen Partei, weil auf den ersten drei Seiten macht Panzieri nichts anderes, als Zitate aus diesem vierten Abschnitt des Kapitals zu bringen, aus denen hervorgeht, dass Marx keineswegs von der Neutralität der Technik und der Arbeitsorganisation des kapitalistischen Produktionsprozesses ausgeht, sondern dass er immer diesen Doppelcharakter im Auge behält. Nämlich für Marx, so entwickelt er das im Kapital, ist der Produktionsprozess immer die Einheit von Arbeitsprozess und Verwertungsprozess. Arbeitsprozess ist die Erzeugung von Gebrauchswerten. Die soll natürlich gesteigert werden durch die Produktivitätssteigerung, durch Automation, aber dieser Arbeitsprozess ist immer unterworfen dem eigentlichen Ziel des Kapitals, nämlich dem Verwertungsprozess. Der Verwertungsprozess beinhaltet Ausbeutung, er beinhaltet das Kommando über die lebendige Arbeit. Und für Marx ist das eben auch, warum er sich so intensiv damit beschäftigt hat. Hat das damit zu tun, dass er einen adäquaten materialistischen Begriff des Kapitals entwickeln will. Er fängt ja an mit einer ziemlich so, könnte ich sagen, dialektisch abstrakten. Was für Begriff habe ich nicht verstanden, akustisch. Welchen? Er will einen so und so Begriff des Kapitals entwickeln. Einen materialistischen Begriff des Kapitals, also ich erkläre das jetzt ein bisschen genauer, also ganz am Anfang, im vierten Kapitel, entwickelt Marx ja in einer scheinbar rein logisch-dialektischen Bewegung einen allgemeinen Begriff des Kapitals, den wir bezeichnen könnten als die Subjekt-Objekt-Verkehrung von toter und lebendiger Arbeit. Das heißt, er macht das ganz kurz so, er konfrontiert zwei Zirkulationsschemata. Wir haben die Zirkulationsform, Ware tauscht sich gegen Geld aus und Geld wieder gegen Ware. Da ist der Wert nur ein verschwindendes Mittelding, es geht um Gebrauchswerte. Ich habe irgendwas produziert, ich habe 10 Kilo Gummibärchen produziert, kann ich nicht alleine gebrauchen, dann muss ich sie verkaufen, um dann irgendwie dafür auch andere Sachen wie Äpfel und so weiter zu kaufen. Der Wert blitzt dann nur so quasi einmal als Vermittlung auf, aber im Zweck der ganzen Übung ist der Gebrauchswert. Und dann sagt er, ja, es gibt aber auch die andere Zirkulationsform, Geld, mit Geld wird Ware gekauft, irgendwas gemacht und dann wird wieder eine Ware am Schluss rauskommen, die verkauft werden kann. Also das ist der GWG-Strich. Und rein logisch entwickelt er dann, dass in dieser Bewegung der Wert Selbstzweck wird. Das ist also das, was er dann später als Kapitalfetisch bezeichnet. Der Wert wird ein mysteriöses Ding, was sich scheinbar selbst verwertet. Und dann zeigt er halt, dafür ist notwendig, dass ausgebeutet wird und so weiter. Aber im Mittelpunkt steht eben das, was wir als Theorie des Kapitalfetisch beschreiben könnten, oder eine Subjekt-Objekt-Verkehrung. Die tote, die gewonnene Arbeit eignet sich die lebendige Arbeit an. Und in der ersten Auflage von Kapital, da hat er in der Wertformanalyse auch noch eine Fußnote drin, wo er sich ganz klar von Hegel abgrenzt und sagt, auch wenn es so aussieht, als ob ich das jetzt alles hier nur so logisch entwickle, ist es nicht so, als ob der Begriff sich selber seine Wirklichkeit schaffen kann. Das ist greift auch ein bisschen so die Schelling-Kritik an Hegel auf. Und er steht also vor dem Problem, er muss zeigen, wie diese Subjekt-Objekt-Verkehrung real, materiell existieren kann, sowohl in der Produktion wie in der Zirkulation.
Und deswegen ist es für Sie umso entscheidend, im Produktionsprozess auch diese Verkehrung zu finden. Also wie passiert das da, dass die lebendige Arbeit der gewonnenen Arbeit, und sie ist eben gewonnen in Werkzeugen, in Maschinerie, in all dem, was das Kapital an dinglichen Mitteln vorstreckt, wie sich das diese lebendige Arbeit unterordnet. Und wenn man jetzt diese Artikel von Panzieri liest, dann entdecken sie eben darin, und das ist eine Kritik an der orthodoxen Lesart des Marxismus, genau diese Fetischkritik am Kapital. Sie sehen das, benutzen auch diesen Begriff, Marx spricht da dann später auf einen automatischen Fetisch, der der Kapital ist. Und das ist halt, wie Sie sagen, später 100 Jahre im Marxismus übersehen worden. In dem zweiten programmatischen Artikel in der Nummer 4, der Quaderni Rossi, also in derselben Nummer, wo dann auch dieses sogenannte Maschinenfragment erscheint, da hat er einen zweiten programmatischen Artikel, Mehrwert und Planung, wo er diese Kritik jetzt auch explizit auf Lenin bezieht, er könnte sie auch auf Rosa Luxemburg beziehen, also auch in den linken Fraktionen der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts taucht diese Kritik am Produktionsprozess, also einem kapitalistisch gefärbten und bestimmten und durch den Ausbeutungscharakter bestimmten Prozess quasi nicht auf, sondern es wird immer in dieser Gegenüberstellung operiert, Anarchie des Marktes, Planung in der Produktion, also Produktion ist eigentlich schon gut, so wie das Kapital sie entwickelt. Und das Problem ist eben die Anarchie des Marktes, die Konkurrenz. Wir müssen also zu einer Planung kommen. Und da zeigt eben Panzieri auch, um die Politik der linken Parteien in Italien zu kritisieren, dass das Kapital sehr wohl mit Planung auch lebt, dass es Planung vorantreibt in der Produktion. Er versucht das dann auch auszuweiten über die Überlegungen von Marx zum Aktienkapital, zur Vergesellschaftung des Kapitals, wo er also, das müssen wir uns mal klar machen, damals Planung des Kapitalismus war Konsens. Ja, also nach Bretton Woods, also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, gingen erstmal alle davon aus, dass der Kapitalismus auch irgendwie geplant werden muss mit keynesianistischen Instrumenten. Das kann man heute leicht vergessen, übersehen, weil wir lange in einer neoliberalen Phase leben, wo das halt genau das Gegenteil propagiert wird. Aber das war damals weitgehender Konsens. Es gab ja auch das Problem einer Systemkongruenz, also dass sich der Sozialismus im Osten und der zunehmend geplante, keynesianistisch geplante Kapitalismus im Westen immer weiter aufeinander zubewegen und letztendlich ein globaler Sozialismus daraus entstehen kann. Und genau das, um das zu kritisieren, greifen Panzieri und andere aus den Quaderni Rossi jetzt diese Passagen aus dem Kapital auf und aus den Grundrissen. Und in diesem ersten Teil der Grundrisse geht es genau darum. Da macht sich Marx Gedanken darüber, wie die Maschinerie, die moderne Maschinerie zu seiner Zeit, zu dieser Subjekt-Objekt-Verkehrung führt, die sich also ganz materiell, wie gesagt, spricht davon handgreiflich, stofflich, die Produktionsmittel, die lebendige Arbeit unterordnen. Und das ist halt, was Sie erstmal daran fasziniert. Und wir finden da noch überhaupt keine Überlegungen, wie sie später von Toni Negri im Postoperismus gemacht worden sind, von so einem schleichenden Übergang, sondern ganz im Gegenteil. Sie betonen, stärker noch als Marx selber, dass es einen Bruch mit der kapitalistischen Rationalität geben muss. Also diese Rationalität muss selbst entzaubert werden, es muss gezeigt werden, wie sich die kapitalistische Verwertungslogik, Ausbeutungslogik in die Maschinerie einschreibt. Das ist für Marx ein Problem, er wird damit auch eigentlich nie so richtig fertig, weil seine Zugangsmöglichkeiten, seine empirischen Möglichkeiten sehr begrenzt sind, so etwas wie die heutige Industriesoziologie. Das gibt es zu seiner Zeit nicht und Marx hat zwar Kontakt, man sagt immer, er hat Kontakt zu Arbeitern, er hält Vorträge und so weiter. Wir müssen es klar machen, das waren immer Handwerker. Er hatte nie Kontakt zu Menschen, die in der Fabrik arbeiten kamen. Und im Grundrissen schreibt er noch, ich muss mir das im Detail nicht so genau angucken. Aber als er dann 1861 bis 1863 wieder die Arbeit am Kapital aufnimmt,
Da bewegt ihn das, da macht er nochmal Studien, untersucht das. Er schreibt 1863 an Engels einen Brief. Ich habe das immer noch nicht verstanden. Was tut denn eigentlich der Arbeiter beim Cell-Faktor noch, wenn doch die ganze Kraft bereits von der Dampfmaschine übernommen wird? Der Cell-Faktor, Self-Acting Mule, auch im Englischen, im Deutschen ist es dann Cell-Faktor, das ist der Roboter, das ist die paradigmatische Maschine, an der sich die ganzen Überlegungen entwickeln. Marx stützt sich vor allen Dingen auf Andrew Uhr. Der ganze Abschnitt beginnt mit einem Zitat von Andrew Uhr. Und das ist so das erste Beispiel einer scheinbaren Vollautomation. 1830 hatte eine Firma Roberts ein Patent darauf angemeldet, also eine Spinnmaschine zum Garnspinnen, die scheinbar vollautomatisch arbeitet. Aber Marx wusste nie genau, wie das passiert und übernimmt einfach von Uhr oder auch von Engels die Behauptung, und das war auch nur die Behauptung des Maschinenherstellers, dass mit dieser Maschine eigentlich so gut wie keine Arbeit mehr benötigt wird. Höchstens noch so ein paar Hilfskräfte, das können kleine Kinder machen, die Fäden anspinnen. Und er kriegt dann aber mit, dass sehr wohl noch Menschen daran arbeiten. Das heißt, es hat ihn brennend interessiert, aber ihm fehlten einfach die Mittel, um das weiter zu erforschen. Die heutige historische Forschung hat dazu sehr viel mehr erbracht. Und das ist dieser Mythos der menschenleeren Fabrik, der zieht sich ja jetzt so seit 150 Jahren durch, auch bis heute. Wir erleben ja mit KI und so weiter gerade wieder solche Mythen. Sehr schöner Aufsatz dazu ist in diesem kleinen, in diesem Sammelband, nicht so ganz so kleinen Sammelband, in diesem Sammelband Marx und die Roboter. Ich glaube, ihr habt den auch auf dem Büchertisch liegen. Da gibt es von Carsten Uhlson, der geht das nochmal durch, wie halt immer wieder dieser Mythos der menschenleeren Fabrik aufkommt. Trotzdem bleibt das, auch wenn Marx sich da im Detail geirrt hat, bleibt das Spannende eben, wie er versucht, die reale Entwicklung der Maschinerie zu verbinden mit der Entwicklung seines Kapitalbegriffs als eben solch einer Mystifikation, als solch einer Verkehrung. Und das ist auch erstmal für die damaligen Operaisten, also Anfang der 60er Jahre, ist das viel Interessantere als dieser zweite Teil, der dann zu allen möglichen Spekulationen eingeladen hat. Wir lesen natürlich den ganzen Abschnitt und werden auch darüber diskutieren. Ich wollte das nochmal sagen, weil wenn heute von Operaismus geredet wird, ist immer oft so direkt, denkt man, ja, das ist Toni Negri, der Postoperaismus. Aber das war es eben am Anfang nicht, sondern am Anfang ging es eigentlich um eine Wiederentdeckung, ein Wiederlesen von Marx und zu sehen, was vor allen Dingen in diesem vierten Abschnitt drinsteckt. Wir haben ja dann im Rieder deswegen auch aus dem 13. Kapitel noch einige Abschnitte reingebracht und können das auch nochmal vergleichen. Gut wäre es natürlich, das 13. Kapitel ist das längste Kapitel im ganzen Kapital, muss man dazu sagen. Gut wäre es natürlich, das Ganze damit einzubeziehen. Also so viel vielleicht mal dazu, wie es zu diesem unglücklichen Begriff Maschinenfragment kam. Warum aber trotzdem diese Passage sehr wichtig ist und spannend ist eben zu sehen, wie er es dann weiterentwickelt hat, von den Grundrissen zum Kapital. Ich glaube, damit kann ich auch erstmal Schluss machen. Wir haben da vielleicht nachher ein bisschen Zeit zum Fotografieren. Okay. Genau, dann gebe ich gleich an dich. Bin ich zu hören? Ja, Christian hat ja nun diese Entwicklung im Kleinen skizziert. Wenn wir die Texte des vorliegenden Briefes provozieren ja geradezu nach einer Frage nach Alternativen zum Kapitalismus. Man hat es ja in Osteuropa, inklusive der DDR, Länder gegeben, die sich als solche Alternativen verstanden haben. In Bezug auf diese Länder findet in der Gegenwart, auch in den letzten Jahren, zunehmend weniger statt. Das ist natürlich verständlich, man möchte sich schon in der Tradition von Ländern sehen, die dann 1989 in einem solchen Desaster geendet haben. Außerdem ein positiver Bezug auf diese Länder könnte immer
nicht ohne Probleme. Ich meine trotzdem, dass sich die Linke etwas vergibt, denn sie hat mit dieser Geschichtsbetrachtung die Geschichte dieser Länder abfrühstückt. Ich meine, es lohnt sich mal genau hinzusehen, und die Texte in Rieder haben mich schon wiederum provoziert, wieder etwas rauszukramen, was vor vielen Jahren gängige Diskussionsstoff war, aber in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht. Ich meine den sogenannten Richter-Report, Richter, hinten mit A geschrieben, der in einer gewissen Zeit eine große Rolle in der Diskussion gespielt hat. Ich möchte mit drei, oder mit da, weil natürlich auch die Verbindung ziehen, Grundrisse, Richter-Report, Alternativen. Ich möchte hier mit drei Jubiläen beginnen. Das erste Jubiläum 1953 wurde schon angedeutet, in Ost-Berlin, hier in Ost-Berlin erscheinen die Grundrisse. Und diese Ausgabe, das muss man sich immer mal auch vergegenwärtigen, diese Ausgabe von 1953 ermöglichte erst die, man kann schon sagen, wurde ja ab 60er Jahre dann, ermöglichte erstmal die weltweite Rezeption der Grundrisse. Die sind zwar 1939-41 in Moskau bereits erschienen, aber durch die ganzen kriegerischen Ereignisse nach Kriegszeit waren die praktisch für Westeuropa nicht zugänglich. Und diese deutsche Ausgabe von 1953 war die Grundlage für diese einsetzende weltweite Rezeption von Japan, USA bis Südamerika und natürlich Westeuropa. Ein zweites Jubiläum. 1968, das ist das östliche 68, meine ich damit hier, Einmarsch der Warschauer Truppen in Prag. Dieses Jubiläum begeht natürlich auch die Linke mit verschiedenen Aspekten. Ich meine, wir sollten, das Jubiläum wird von der Rechten genug gefeiert, ja? Denn das ist ja sozusagen dann eine offensichtliche Bankrotterklärung, eine demokratische Entwicklung in Osteuropa ist nicht möglich. Die Gruppen des Warschauer Vertrages bereiten im Fall ein. Ich denke, die Linke müsste den Blick ein bisschen weiter erweitern. Wie kam es denn zu 68? Das heißt, welche Reformprozesse sind denn in den 60er Jahren in Osteuropa gelaufen, inklusive DDR? Dazu möchte ich nachher was sagen. Und das dritte Jubiläum, 1963, der 60. Jahrestag des Beginns der ökonomischen Reform in der DDR. Im Januar 1963 fasste das ZK der SED und der Staatsrat, muss es damals gewesen sein, also praktisch später dann der Ministerrat, den Beschluss zum Beginn der ökonomischen Reform, sogenannte NÖSPEL, neues ökonomisches System für Planung und Leitung der Volkswirtschaft. Und diese drei Jubiläen fließen meines Erachtens alle in unser Thema Marx, Technik, Grundrisse mit hinein. Dieses NÖSPEL war der weitestgehende Versuch, oder die ganzen ökonomischen Reformen, die Einsätze zu dieser Zeit, war das NÖSPEL, neues ökonomisches System in der DDR, später hieß es dann nur noch NÖS, NÖP, neue ökonomische Politik, war der am weitestgehende Versuch ökonomischer Reformen. Deshalb habe ich das jetzt nochmal betont. Welcher Hintergrund war nun für diese Reformbestrebungen in ganz Europa, denn diese ökonomischen Reformen in der DDR waren kein singuläres Ereignis. Studiengruppen in verschiedenen Ländern, ich erinnere nur Oskar Lange in Polen, Otto Schick in der GSR, Jesse Liebermann in der Sowjetunion, Erich Abel in der DDR. Um alle diese Theoretiker bildeten sich Gruppen, die sich mit diesen ökonomischen Reformen beschäftigten. Und die waren nicht in Opposition zu den herrschenden Parteien. Die waren zum großen Teil im Auftrag dieser sozialistischen, kommunistischen Parteien beschäftigten, die sich mit den ökonomischen Reformen. Und die Grundrisse wiederum spielten hier eine ganz wesentliche Rolle. Diese waren nämlich gerade 1953 erschienen. So, jetzt muss ich nochmal nachgucken, weil ich Nummer drückt. So. Also weltweiten Ereignisse führten dazu, dass diese ökonomischen Reformen in allen Ländern auf der Tagesordnung standen. Ich erinnere nur in den 50er Jahren Computerisierung, Weltraumtechnik,
der Glaube, die Versorgung der Energie ist ein für alle Mal gesichert. Und es entwickelte sich hier ein ökonomischer Wettkampf, der begann zu dieser Zeit zwischen den sozialistischen und kapitalistischen Ländern. Ich nenne die Dinger sozialistische Länder, die hier existierten. Manche nennen es anders, aber ich gehe einfach von dem Begriff aus, den sie sich selbst gegeben haben, also sozialistische Länder. Dieser ökonomische Wettkampf schien Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre zu Ungunsten der sozialistischen Länder auszugehen. Die Wachstumsraten waren geringer als in den kapitalistischen Ländern. Also stand die Frage, wir sind jetzt 10, 15 Jahre, sind diese kommunistischen Parteien an der Macht. Was sind denn jetzt unsere neuen sozialistischen Produktionsverhältnisse oder auch unsere neuen sozialistischen Produktivkräfte, die uns höhere Wachstumsraten als in den kapitalistischen Ländern bescheren können? Das war die Ausgangssituation für diese Reform. Der bekannteste Bericht oder die bekannteste Situation zu dieser Situation, das ist der sogenannte Richter-Report. Radovan Richter war Leiter dieser Studiengruppe in der Tschechoslowakei, Kommunist, Häftling in Theresienstadt, 1945 durch die sowjetische Armee befreit aus dem KZ. Er bekam 1965 von der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei den Auftrag, ja, wie das halt manche so war, macht doch mal so einen Bericht, wie wir besser mit den ökonomischen Verhältnissen zurechtkommen. Und dieser Auftrag erweiterte sich immer mehr, sodass dann in den nächsten anderthalb, zwei Jahren dieser Report entstand. Aus diesem kleinen Auftrag wurde ein Bericht von fast 400 Seiten. Es war unter Beteiligung von 46 Wissenschaftlern, alles entweder Mitglied der Akademie, Lehrstühle an den Hochschulen und Fachschulen, also dass die Fachleute, die von allen Wissenschaftsdisziplinen übrigens, ja, von der Soziologie bis zur Mathematik, die praktisch sicher daran beteiligt haben. Dieser Report wurde in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren fertiggestellt. 1966 erschien er. Der erste Titel hieß Die Zivilisation am Scheideweg und später ist er dann erschienen unter dem Titel Politische Ökonomie des 20. Jahrhunderts, die wissenschaftlich-technische Revolution. Es gab, nachdem er 1966 erschienen war, wurde er in einigen Ländern verbreitet. In der DDR gab es meines Wissens mindestens zwei Fans dieses Berichtes. Der eine hieß Walter Ulbricht, da ließ ich den sofort kommen. Und es ist zu vermuten, dass seine theoretische Leistung, der Sozialismus als relativ selbstständige Etappe, dass also der Sozialismus nicht durch die Machtergreifung der kommunistischen und sozialistischen Parteien damit quasi vollendet ist, sondern er sagte, vermutlich in Auswertung dieses Reports, der Sozialismus ist eine Gesellschaftsordnung, die sich über viele Jahre hinweg hinzieht. Der zweite, also der Parteichef in der DDR, der Staatsratschef, als Fan dieses Reports. Der zweite Fan, den ich zumindest kenne, Otto Reinhold, damals Direktor des Instituts für Gesellschaftswissenschaften, sozusagen der oberste Parteiweiterbildner der DDR. Otto Reinhold schreibt 1966 ein sehr zustimmendes Vorwort zum Buch von Otta Schick, der Chefideologe des Prager Frühlings. Otta Schick hat gerade veröffentlicht sein Buch in der Tschechoslowakei Ökonomie und Politik und Otto Reinhold schreibt das Vorwort dazu. Diese Bibel des Prager Frühlings erscheint also in der DDR mit dem Vorwort des obersten Parteibildners. Also ich will damit auch sagen, auch Stalinisten können offensichtlich Zeichen der Zeit erkennen und sich zu tiefgreifenden Reformen hier animieren lassen. In
insgesamt scheint mir der Report heute für unser Thema in zweierlei Hinsicht von Interesse zu sein. Zum einen sind das die wirklich sehr häufigen Bezüge im Report auf Marx, speziell auf die Grundrisse. Das hat auch einen biografischen Hintergrund. Radovan Richter war also nicht nur Leiter der Gruppe, die diesen Report erstellt hat. Radovan Richter war auch Leiter einer Arbeitsgruppe, die die Grundrisse in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre, Ende der 60er Jahre ins Tschechische übersetzt hat. Die sind dann 1971 in Prag auf Tschechisch erschienen. Aber der häufige Bezug heißt natürlich, dass sich diese 46, vielleicht nicht alle 46, aber sicher eine ganze Menge, dass sich diese Mitarbeiter am Report außerordentlich intensiv mit der deutschen Ausgabe beschäftigt haben müssen, denn die wird gelaufen zitiert. Also insofern ist es hier ein direkter Bezug dieses Reports auf die Grundrisse. Und der Report beginnt gleich vorne auf den Seiten 1920. Ich zitiere mal: Die vorliegende Auffassung nimmt Ausgang von der Marxischen Kritik des Kapitalismus und der Industriezivilisation, einer Kritik, die die revolutionären Aufgaben nie auf bloße Veränderungen in den Produktionsverhältnissen beschränkte, sondern die Überwindung des gesamten historischen Stadiums der vom Kapitalismus hervorgebrachten Industriezivilisation als Einheit strukturaler Umwälzungen in den Produktionsverhältnissen und zugleich von Strukturveränderungen der Produktivkräfte verstand. Ihr findet im Reader auf der Seite 6 findet ihr folgendes Zitat aus den Grundrissen: Die Maschinerie verliert ihren Gebrauchswert nicht, sobald sie aufhörte, Kapital zu sein. Daraus, dass die Maschinerie die entsprechendste Form des Gebrauchswertes des Kapital fix, folgt keineswegs, dass die Subsumption oder das gesellschaftliche Verhältnis des Kapitals das entsprechendste und beste gesellschaftliche Produktionsverhältnis für die Anwendung der Maschinerie. Und der ganze Report kann sozusagen gelesen werden als Suche nach Antwort auf diese Problemstellung. Der zweite Punkt, warum der Report meines Erachtens von Interesse sein kann: Wir erleben sozusagen hautnah, und ich kann wirklich nur empfehlen, lest es mal, wir erleben hautnah das Selbstverständnis eines Landes, was meint, auf dem Weg zum Sozialismus zu sein. Und unabhängig vom Ausgang dieses Experiments 1990, die Fragestellungen sind meines Erachtens brennaktuell. Eine Linke, die sich nicht mit diesen Fragestellungen beschäftigt, geht meines Erachtens am Problem vorbei. Seite 320 ist zu lesen: Ein Land, die Tschechoslowakei, hat die Etappe der Industrialisierung und des sozialistischen Umbaus absolviert. Das heißt, was heißt das jetzt? Die Dominanz des Kapitals ist gebrochen, okay. Es gibt Ansätze gesellschaftlicher Planung, ja. Es gibt staatliches Eigentum, auch klar. Bildung, Kultur, Gesundheitswesen sind nicht mehr dem Interesse einer Kapitalverwertung unterworfen. Soweit so gut. Und trotzdem sagt der Report dann: Die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Tschechoslowakei sind noch nicht über das Stadium der industriellen Revolution hinaus. Das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? In der Sowjetunion arbeitet die kommunistische Partei der Sowjetunion am Aufbau des Kommunismus, und in Prag stellt Herr Richter fest, die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Tschechoslowakei sind noch nicht über das Stadium der industriellen Revolution hinaus. Das aber ist der Wesenszug einer kapitalistischen Gesellschaft. Wenn ihr Marx den Reader lest, auf den Seiten 4 bis 7, beschreibt Marx ja diese Industriezivilisation. Industrielle Massenproduktion, die Maschinen, die Arbeitsmaschinen, Bewegungsmaschinen, Transmission, Fließbänder, Armeen von Arbeitern. Das ist für ihn diese Industriezivilisation. Und diese Aussagen im Report, die haben natürlich das Selbstverständnis der kommunistischen Parteien in allen osteuropäischen Ländern zutiefst erschüttert. Am wenigsten erschüttert damals war die Position, das muss man mal einfach mal so sagen, und das jetzt so groß hervorzuheben, am wenigsten erschüttert war die Position in der DDR. Ulbricht hatte schon
dieses da als relativ selbstständige Epoche. Da war nichts von Aufbau des Kommunismus jetzt in den 60er Jahren dann zu hören. Also in der Zeit, wo die Rede vorher schon. Das heißt, diese Position des Reports war jetzt in der DDR jetzt nicht so, dass sie auf absoluten Widerstand stieß. Insgesamt hatte der Report einige Fragen zu beantworten. Was bedeutet es praktisch, dass der bürgerliche Staat und der Kapitalist als Personifikation des Kapitals beseitigt sind? Welche Rolle spielen dann noch die sozialistischen oder kommunistischen Parteien? In den 50er und 60er Jahren war das ein ungeschriebenes Gesetz, die führende Rolle der Partei, praktisch bis zum Ende der DDR, oder auch in anderen Ländern, die führende Rolle der Partei. Der Report stellt auch die Frage, welche Rolle kommt diesen Parteien zu? Also in dieser Allgemeinheit berührt der Report mit diesen ganzen allgemeinen Fragen, das ist das, was ich vorhin schon gesagt hatte, der Report berührt praktisch nicht nur die Situation in der Tschechoslowakei, er berührt die Situation in allen diesen Ländern. Nur mal so ein paar Fragen, die aufgeworfen sind in diesem Zusammenhang. Wer übernimmt, wenn das Kapitalverhältnis beseitigt ist, wenn der Kapitalist als Personifikation nicht mehr existiert? Wer übernimmt die Leitung der Betriebe? Welche Rolle spielen die verschiedenen staatlichen Hierarchieebenen? Welche Rolle spielt die Partei? Welche demokratischen Strukturen müssen geschaffen werden, um diesen Produktionsprozess nach sozialistischen Bedingungen ablaufen zu lassen? Was sind sozialistische Produktivkräfte? Gibt es eine sozialistische Maschine? Das, was bei Christian da bereits anklang. Welche Bedürfnisse sollen in welchem Umfang befriedigt werden? Und wer legt das fest? Welche Wohnungen müssen gebaut werden und wo? Sollen die in den Industriezentren gebaut werden oder am Rande? Welche Wachstumsraten brauche ich, um den Sozialismus aufzubauen für eine menschenwürdige Existenz? Und wer legt denn diese Wachstumsraten fest? Was bedeutet das alles für das Mensch-Natur-Verhältnis? Was bedeutet die neue Rolle der Wissenschaft? Wie viel und welche Schulen müssen gebaut werden? Der Report geht zum Beispiel davon aus, dass in 20 Jahren, also ich sage mal so gegen Ende des 20. Jahrhunderts, 50% der NSA-Kranks studieren muss, um mit diesen Anforderungen klarzukommen. Was sind die kulturellen Ansprüche dieser Gesellschaft? Wer legt die fest? Welches Gesundheitswesen wird gebraucht und so weiter und so weiter. Und alle diese Fragen sind genannt, oder wir haben, da macht der Report mehrmals darauf aufmerksam, wir existieren unter der Dominanz eines kapitalistischen Weltmarktes. Das wird in vielen Diskussionen meines Erachtens auch heute noch viel zu wenig berücksichtigt. Es dominiert ein kapitalistischer Weltmarkt. Und das Ganze vielleicht, wenn weise Männer alt werden, neigen sie dazu, Anekdoten zu erzählen. Ich erzähle sie trotzdem. 1969, zwei Studenten der Wirtschaftswissenschaft an der Universität Leipzig, die hieß damals noch Karl-Marx-Universität, bekommen also einen Praktikumsauftrag, geht in einen Betrieb, dort, der ist nach sozialistischen Verhältnissen umzugestalten. Das Problem war, da gab es Fließbandarbeit. Ein Betrieb, Gemüsekonserven hergestellt. Fließbandarbeit geht im Sozialismus überhaupt nicht. Also, dort saßen 20 Frauen am Fließband. Wir sind also dahin gegangen und haben eine Befragung gemacht. Klar, wenn man nicht weiter ist, machen wir erstmal eine Befragung. Haben die Frauen befragt, haben die Mitarbeiter im ganzen Betrieb befragt. Die Zufriedenheit war im Betrieb schon einigermaßen okay. Aber höchste Zufriedenheit war bei den 20 Frauen, die am Fließband arbeiten. Die hat, das ist mein Handy. Das ist also nicht meine Frau. Gerade wollte ich Tiere schimpfen, aber dann. Ja, also die Arbeitszufriedenheit bei den Frauen war am höchsten. Und das
wurde von den Frauen auch selber so gegründet. Der Brigadier, also der Brigadier Kadelein war ein Mann, natürlich, oder sonst. Das wurde also so begründet, die Zufriedenheit, wir gehen ja her. Das Fließband, die Arbeitsabläufe haben eine Geschwindigkeit, die für uns sehr angenehm ist. Und wir können alle sozialen Probleme können wir im Laufe des Tages klären. Alles gut. Also die Arbeitsabläufe waren so verinnerlicht, dass die Frauen das überhaupt nicht mehr als große Belastung empfunden haben, sondern das war so. Großer Protest gegen Abschaffung des Fließbandes. So, was war das Ergebnis? Die Frauen haben, die Werkhalle wurde lichtdurchfluteter gemacht, also die Peripherie wurde umgestaltet, die Sitze wurden ergonomisch da gemacht. Also der Wohlfühlfaktor für die Frauen war noch höher als vorher schon. War ja schon okay. Und das war's dann. Das war die sozialistische Umgestaltung dieser Arbeitsplätze. Das war, ich meine, man kann an dem Beispiel kann man sehr viel diskutieren. Auch zum Beispiel auch, was ist denn mit dem Weltmarkt? Dort sind Investitionen reingeflossen. Und natürlich lief das Fließband später dann auch nicht schneller. Es sind Investitionen reingeflossen, die Arbeitsproduktivität ist gesunken, um das auf Deutsch zu sagen. Das war die sozialistische Umgestaltung, die dort. Ich will damit nicht sagen, falls jetzt jemand kommt, wie schön es in der DDR ist und alle wollten am Fließband arbeiten. Das ist natürlich Unsinn. Aber ich will damit sagen, im Konkreten bringt so die Frage, wie machen wir es denn nun, die sozialistische Umgestaltung, die bringt halt auch solche Probleme mit. So, welche Antworten gibt der Report jetzt auf diese Fragen? Die zentrale Kategorie des Reports ist die sogenannte wissenschaftlich-technische Revolution. Er gibt hier vier Aspekte an, unter denen diese wissenschaftlich-technische Revolution zu sehen ist. Das ist zum einen die Revolutionierung der Arbeitsgegenstände, das heißt die Maschine wird ersetzt durch Maschinenkomplexe. Das zweite ist die Revolutionierung der Arbeitsmittel. Der bisherige Kreislauf der bisherige Umkreis der Arbeitsmittel, Holz, Metall, landwirtschaftliche Produkte, wird unter diesen Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution gesprengt. Dritter Aspekt, die Arbeitskräfte, die einfachen Arbeiten verschwinden, ja, so wie am Fließband. Die einfachen Arbeiten verschwinden, sie werden ersetzt durch komplexe Tätigkeiten. Und der vierte Aspekt, die neue und zentrale Rolle der Wissenschaft. Und diese wissenschaftlich-technische Revolution, das war sozusagen die Grundfrage des Reports, wie sind die Produktionsverhältnisse zu gestalten, um in der Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus diese wissenschaftlich-technische Revolution so in den Griff zu bekommen, dass wir höhere Zuwachsraten haben und eine bessere Bedürfnisbefriedigung als im Kapitalismus erreicht werden kann. Wenn man den Report genau liest, kommen da Passagen, wo man merkt, mit welcher Anspannung die Autoren offensichtlich gearbeitet haben, auch möglicherweise auch mit welchem zeitlichen Druck. Da sind dann solche Passagen drin, wie wir müssen die Scheidelinie zwischen unserer jetzigen Situation, also das, was ich vorhin beschrieben habe, kapitalistische Produktivkräfte, erst zum Teil eine Umgestaltung der Produktionsverhältnisse. Wir müssen also die Scheidelinie zwischen dieser Situation zur wissenschaftlich-technischen Revolution überschreiten. Jetzt nochmal Zitat: Dies ist die größte geschichtliche Prüfung des Sozialismus. Der Report sagt nicht, wir werden das schaffen, sondern der hält sich ganz schön zurück und sagt: Dies ist die größte geschichtliche Prüfung. Und ob wir die bestehen, das wissen wir überhaupt noch. 1966. Ne? An anderer Stelle heißt es dann, wenn der Charakter der Produktivkräfte bisher das ist, worin sich der Sozialismus und der Kapitalismus relativ am wenigsten unterscheiden, so verweisen die Perspektiven der wissenschaftlich-technischen Revolution darauf, dass gerade sie der Prozess ist, in dem sich der Gegensatz zwischen diesen beiden Welten zuspitzen wird, um so oder so eine Lösung zu finden. Aber wieder nichts von Siegesgewissheit des Sozialismus zu hören. Ne? Und an anderer Stelle
noch dramatischer, die Alternative lautet Entfaltung der für den Sozialismus spezifischen demokratischen Dimensionen oder Zusammenbruch der sozialistischen Projekte. In dem Sinne sind also wissenschaftlich-technische Revolution, ständige Revolutionierung der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse, sozialistische Demokratie und der Mensch als Mittelpunkt dieser aller Prozesse innerhalb dieses Reports. Um das mal am Beispiel des Mensch-Natur-Verhältnisses zu sagen, längeres Zitat, der Report spricht zur Seite 220 von einem Sturm auf das Naturmilieu. Überhaupt erinnert, hat mich das, als ich es nochmal gelesen habe, stark erinnert an Global 2000, an dem Bericht, der ja dann schon ein paar Jahre später erschienen ist. Also der Report spricht von einem Sturm auf das Naturmilieu. Beim heutigen steilen Anstieg dieser Kurve genügen in Zukunft einige Jahrzehnte zur Devastation der Landwirtschaft. Dem kann nur eine durchdachte und folgerichtig angewandte Naturschutzkonzeption vorbeugen, die damit beginnt, dass der extensiven Streuung der Industrialisierung Einhalt geboten und der Hoch- und Einfamilienhaus kombiniert wird, um über die Dislokation einer breiten Skala von Erholungsareal, Wochenendsiedlungen, Freizeitlager, Naturreservationen und Oasen der Stille zum ersehnten Ziel zu gelangen. Es gibt keinen anderen Weg als den, eine ganze zielbewusst konzipierte Landschaft zu gestalten, so wie man heute Wohnungen, Häuser oder Siedlungen plant und gestaltet. Der zivilisierte Mensch kehrt nicht in den Schoß der Natur zurück, aber er kann eine geschützte Natur als einen der Reichtümer der Zivilisation benutzen. Er kann die Natur anwenden, sie zu einem einzigen großen Laboratorium zur Formung der menschlichen Kräfte verwandeln und so auf einer neuen, höheren Stufe den vertraulichen Kontakt mit ihr erneuern, ohne dass er in der fortschreitenden Technisierung des Planeten ersticken müsste. Also wie gesagt, die Anklänge, Parallelen zum Report zum Global 2000 sind, glaube ich, hier ziemlich stark. Am Schluss des Reports, Seite 333, erfolgt nochmal eine Abgrenzung einer sozialistischen Alternative zur bisherigen kapitalistischen Industrialisierung. Zitat, wenn das von der industriellen Zivilisation hervorgebrachte künstliche Milieu nicht außer Kontrolle geraten und die Entfaltung der menschlichen Kräfte bremsen soll, ist es dringend notwendig, die durch die wissenschaftlich-technische Revolution gegebenen Mittel programmatisch für einen Eingriff in die Lebens- und Arbeitsbedingungen anzuwenden. In dieser Situation wäre die Ausarbeitung des Projekts eines ausgewogenen Zivilisationsmilieus von Nutzen, in dem sich ein Maximum an Mitteln an der Schaffung menschlicher Kräfte orientieren würde. Ein solches Programm müsste bestimmte Maßnahmen auf dem Gebiet der Kultur, der Arbeit, der Hygiene des Milieus, der Reinheit der Luft und der Gewässer, des Naturschutzes, der Lebenshaltung, der geistigen Hygiene und so weiter umfassen. Er müsste sich auf ein System wissenschaftlicher Normen stützen, das von einzelnen Disziplinen auszuarbeiten wäre. Soweit der Report. Und ich denke, man kann den Report heute unter zwei Aspekten lesen. Zum einen, er ist eine Aufzählung von Gründen, warum letztlich dann das ganze sozialistische Projekt gescheitert ist. Ich kann ihn aber auch lesen als Sammlung von Anregungen, wie ein solches sozialistisches Projekt gestaltet werden könnte. Zeit. Wir machen allerdings auch noch eine kurze Vorstellung der Teamerinnen und Teamer und die Einteilung in die Gruppen. Deswegen würde ich bitten, wenn es Fragen gibt, dann nur so dringende Verständnisfragen. Alles andere machen wir dann in den Gruppen, beziehungsweise morgen Abend gibt es ja auch nochmal eine Diskussion im Anschluss an Riccardo Bellofiore, der auch nochmal auf die Grundrisse, auf das Kapital und Marx' Überlegung eingeht. Ich glaube, ich habe eine Meldung. Aber bitte Verständnisfragen und relativ kurz und gib bitte kurz Antwort, weil es jetzt nicht als Diskussion groß angelegt, sondern nur so ein paar kurze Verständnisfragen. Kann man dieses Thema,
Marx und die Technik nicht einfach grundsätzlich verstehen. Man hätte auch schreiben können, Marx und die Arbeit, Marx und die Natur, hat er angesprochen, Marx und die Ressource der Natur, also Produktionsmittel. Wem gehören die Produktionsmittel, wem gehört die Technik, wer verfügt darüber, wer hat Verfügungsgewalt über die Arbeit, über die Technik selber. Das ist ja nicht bloß die Maschine, Marx verteufelt ja nicht die Maschine, sondern er kritisiert ja den abstrusen Gebrauch für den Profit. Und das ist doch genau das, was auch den Menschen passiert und was bis heute aktuell ist. Also man kann das Thema doch nach wie vor, man könnte es auch erweitern. Da steckt der ganze Marxismus eigentlich drin. Gut, das war jetzt keine Verständnisfrage, die ich mir gewünscht hätte, sondern eher ein Kommentar. Aber wie gesagt, dafür haben wir ja die AG-Phase. Gibt es Verständnisfragen zum Richterreport oder zur Rezeption zum Beispiel der Grundrisse in Italien oder in anderen Ländern der DDR? Vielleicht was ganz Simples. Dieser Begriff General Intellect, der Christian hat schon angeführt, der ist ja zentral so ein bisschen für diesen Abschnitt. Und in Wikipedia ist er als allgemeiner Verstand übersetzt. Kann man das so einfach machen oder... Vielleicht kann ich euch mal kurz sagen, wo das herkommt mit diesem ominösen General Intellect. Ja. Also ich habe viele nachgesucht, ob Marx da irgendwas zitiert oder so, sind wir nicht fündig geworden. Es gibt aber in den umliegenden Seiten so ähnliche Formulierungen auch auf Deutsch, aber es ist weniger allgemeiner Verstand, sondern gesellschaftlicher Verstand. Verstand. Das ist die Vorstellung, dass es ein gesellschaftliches Wissen ist, was wir alle haben. Also Marx versucht ja zu zeigen, dass die Monopolisierung der Wissenschaft, wir auch heute durch die Abtrennung von Universität und Gesellschaft haben und so weiter und die Dienstnahme durch das Kapital, dass das ein wesentlicher Moment des Herrschaftsaspekts dieser in Technologie vergegenständigten Wissenschaft ist. Und die Aufhebung wäre eben, dass es ein allgemeines gesellschaftliches Wissen des gesellschaftlichen Individuums also, so weit also. Habt ihr schon was gesagt? Eine Frage an Ehrenfried. Du hast von einem Report Global 2000 gesprochen. Ich kenne den nicht ganz so vielleicht. Ich auch nicht jetzt, das, sorry, das, aber genau. Dass wir unterschiedlichen Generationen angehören. Also, jetzt weiß ich gar nicht, wann er erschienen ist. 72 erschienen Global 2000, 2000 Seiten. Klapperform. Der Bericht ist Klapperform. Ah, okay, die das Grenzen des Wachstums. Ja, genau. Ah, okay. Das ist der Beweis. Wenn ja. Ich das richtig verstanden habe, du hast da gesprochen, dass Marx an irgendeiner Stelle sagt, wir leben schon im Kommunismus, wir wissen es nur noch nicht. Negri. Negri hat das gesagt. Toni Negri hat das mal gesagt. Also Negri hat das Wort Kommunismus nicht in den Mund genommen. Negri, Antonio Negri hat er zitiert, nicht Marx. Okay, wenn es keinen weiteren, ich kann nicht gut sehen, weil es so lange hat, glaube ich, noch eine. Also jetzt keine Frage, sondern eher die Aufforderung an Ehrenfried nochmal zu sagen, dass an was das eigentlich gescheitert ist. Also sowohl das Löspel als auch der Richterreport und der Prager Frühling, die ist ja abgebrochen worden. Ja, die ökonomische Reform in der DDR ist, ich habe vorhin zwei begeisterte Vertreter des Reports in der DDR genannt, Ulbricht und Reinhold. Aber gleichzeitig existierte natürlich die Gruppe um Honecker zu der damaligen Zeit auch schon. Und diese Gruppe um Honecker hat praktisch dann mit der Absetzung von Ulbricht 70-71 das ganze Ding gedreht. Und damit war die spätestens 71 mit dem 8. Parteitag der SED war diese ökonomische Reform. Das Grundproblem war meines Erachtens diese Frage der Demokratie. Denn das neue ökonomische System der Planung und Leitung hätte zwangsläufig zu einer anderen Rolle der kommunistischen und sozialistischen Parteien geführt. Die dominante Rolle, wie sie bis dahin üblich war, hätte sich nicht halten lassen können. Und das war der letztliche Punkt in allen Ländern. Es kam natürlich noch dazu, dass dann in der Sowjetunion, ich glaube 1964, kam Brezhnev in der Nachfolge von Khrushchev. Khrushchev war auch ein Vertreter dieser
durchaus neue ökonomische Politik, dass auch Brezhnev und dann in den folgenden Jahren diese Politik auch in der Sowjetunion beseitigt hat und damit war das ganze Thema durch. Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann würde ich zu der kurzen Vorstellung der Teamerinnen und Teamer kommen. Habt ihr ein Mikro zur Hand? Ja, Frage von dir. Ach so, was hast du jetzt? Willst du es noch machen? Zwei Minuten. Nee, zwei Minuten gehen. Na gut, aber wirklich nicht länger. Ja, wir hatten angekündigt, er wollte noch was zum neu erschienenen Megawatt sagen. 4-10, glaube ich, wo Marc sich genau mit der Frage der Technologie. Versuch es kurz und knapp zu machen. Also. Im Sommer ist der Band 10 der vierten Abteilung der Max Engels Gesamtausgabe erschienen. Vierte Abteilung Exzerpte Exzerpte Notizen. In diesem Band ist das sogenannte Heft 15 enthalten, wo Marx sich mit Fragen der Technik und Technologien beschäftigt. Er exzerpiert vor allen Dingen im großen Umfang aus Heinrich Poppe. Beckmann, Uhr, vorhin noch erwähnt worden, ist auch mit drin, diese Exzerpte. Also die ganzen Texte, die wir jetzt haben im Reader, mit sowohl Grundriss als auch Kapital, sind ohne diese Vorarbeiten, die er 1851, 1852 in London hier gemacht hat, nicht denkbar. Damit könnte ich aufhören. Die eigentliche Bedeutung des Bandes geht meines Erachtens viel darüber hinaus. Verfasser, die Bearbeiter des Bandes sprechen in der Einführung von Verwicklungen, unter denen dieser Band entstanden ist. Die würde ich mal schnell in zwei Punkten auflösen, für jeden Punkt brauche ich zwei Minuten mindestens. Der eine Punkt bezieht sich auf die Entstehung des Bandes direkt. Der ist im Laufe von über 30 Jahren entstanden. Wie kommt das? Der Band 410 ist Teil einer Serie von 5 Bänden, die inhaltlich zusammengehören, die sogenannten Londoner Hefte. Die Bände 47, 48, 49 sind bereits in der DDR bearbeitet worden. Der Band 49 erschien dann 1991 Deutschland, das da wieder zusammengekommen war, erschien dann 1991. Die Bände 410 und 411, 410 war zu 80-90% fertig, aber 91, als der Band 49 erschienen, waren alle Mitarbeiter abgewickelt, Arbeitsgruppe an der Universität in Halle. Der Band 411, der diese 5 Bände abschließt, war ungefähr zu 50% fertig. Die Bände sind gekommen an die Akademie der Wissenschaften, wo sie dann 30 Jahre ungefähr im Archiv lagen. Und vor 2-3 Jahren hat sich eine Arbeitsgruppe dran gemacht und hat jetzt den Band 410 fertig gemacht. Super Qualität, muss ich sagen. Sehr gut gemacht. Das ist die eine Form der Verwicklung, die damit gemeint ist. Die zweite, und die hängt damit zusammen. Es gab Ende der 80er Jahre einen Ost-West-Disput zum Sinn und Unsinn dieser Londoner Hefte. Die Londoner Hefte beinhalten, das sind insgesamt 24 Hefte, die beinhalten insgesamt in den ersten Hälfte der Hefte ungefähr die klassischen Studien zur politischen Ökonomie. Geld, Kreditkrisen, Grundrente, Arbeitslohn, Landwirtschaft, Entwicklung der Fruchtbarkeit, also viel zum Malthus und so weiter und so fort, wo relativ unstrittig ist, ja, das ist Vorarbeiten zur Kritik der politischen Ökonomie. In der zweiten Hälfte aber, es ist Heft 15, ist hier so die Scheidelinie. In der zweiten Hälfte geht Marx hin zu vorkapitalistischen Produktionsweisen, Kolonisierung Perus und Mexikos, außerordentlich umfangreiche Exzerpte zur Kolonisierung Indiens, Literaturgeschichte, Geschichte des mittelalterlichen Städtebaus und Frauen, Geschichte der Frauen, Exzerpte zur Geschichte. Und jetzt war der Disput, sind das nur noch Exzerpte zur Kritik der politischen Ökonomie oder nicht? Die Ostposition lautete, ja, alles das, diesen Blick hat Marx auf die Kritik der politischen Ökonomie gehabt. Die Westposition lautete,
Nein, Marx hat die Einzelwissenschaften studiert, das hat mit der Kritik der politischen Ökonomie nichts zu tun. Mit Vergnügen habe ich zur Kenntnis genommen, dass die jetzigen Bearbeiter des Bandes sich dieser Ostposition anschließen. Sie schreiben, dass die alle 24 Hefte irgendwie mit der Aufarbeitung seiner Ökonomie zu tun haben. Warum ist das wichtig? Warum ist es kein intellektuelles Randproblem? Warum ist das wirklich eine Frage, die in das Zentrum des Verständnisses von Marx' Kritik der politischen Ökonomie führt? Wenn ich den zweiten Teil der Hefte abtrenne, habe ich ein völlig anderes Verständnis von Kritik der politischen Ökonomie, als wenn ich das mit reinnehme. An zwei Beispielen, dann bin ich fertig, will ich das nochmal deutlich machen. Es wird Marx ja ein relativ schlichtes Verhältnis, Pflichtanschauung im Verhältnis Basisüberbau nachgesagt. Ja? So dieser Basisüberbau-Fetischist, das sehe ich völlig anders, fühle mich ja durchaus bestätigt mit dem, was er in den London Heften und dann später dazu schreibt. Wozu Exzerpte zur Literaturgeschichte. 1857 in der Einleitung, die Christian da ja mehrfach erwähnt hat, kann ich dazu lesen. Unter Punkt 6, also was gehört in die Kritik der politischen Ökonomie hinein? Unter Punkt 6 steht dort, das unegale Verhältnis der Entwicklung der materiellen Produktion, zum Beispiel zur künstlerischen. Und er fährt dann fort, bei der Kunst bekannt, dass bestimmte Blütezeiten derselben keineswegs im Verhältnis zur allgemeinen Entwicklung geschafft, also auf der materiellen Grundlage, gleichsam des Knochenbaus ihrer Organisation stehen. Also so ein ganz schlichtes Verhältnis zum Basisüberbau kann ich hier nicht erkennen, sondern er betont hier die relative Selbstständigkeit des Überbaus gegenüber der Basis. Und das zweite Beispiel, das hat natürlich jetzt auch spielt direkt in die aktuelle Diskussion mit rein. Ich hatte gesagt, er hat angefertigt Exzerpte zur Geschichte der Frau in London, wo wir der Meinung waren, das gehört nicht in diese Kritik rein. In der gleichen Einleitung von 1857 schreibt er hier, in die Kritik der politischen Ökonomie gehören natürlich die Familienverhältnisse. Natürlich gehören sie da rein. Also, und er bezieht sich hier, also bei der Literaturgeschichte bezieht er sich auf die Literaturgeschichte von Sismondi und Bauerbeck. Und hier bezieht er sich direkt auf seine Exzerpte zur Geschichte der Frau. Also, wir sollten insofern jetzt nicht sagen, Marx hat in die Geschichte, die ganze Diskussion Care-Arbeit, ne, die wir jetzt haben. Wir sollten insofern die Frage stellen, meine ich zumindest, sollte nicht mehr stellen, warum hat er diese Care-Arbeit und die Familienverhältnisse nicht mit in die Kritik hineingenommen, hat sie mit hineingenommen. Die Frage wäre anders zu stellen, warum hat sie dann einen so relativ geringen Platz in der finalen Fertigstellung des Kapitals. Und darüber kann man diskutieren, darüber, ob das ist jetzt die Zeit rum, das wäre dann schon das nächste. Gut, vielen Dank. Schönes Schluss.